Dann starten wir jetzt da unterhalb von Lingwies. Ein kleiner Weg hinein und dann geht das Abenteuer auf den Hirschberg los. Ne? Da geht es auf jeden Fall schön gemütlich und relativ ruhig dahin. Jetzt geht's weglos in die Sonne. Jetzt haben wir schon die ersten Ausblicke. Nur auf die hohe Kiste ins Zwölferköpfe. Kleine Wegspuren gibt es immer wieder mal. Aber es ist schon relativ weglos über die Flanke. Einsam durch den Wald. Zu der Jagerhütte. Es geht immer schön, diese Flanke hinauf. Einfach ein verwunschener Weg mit einem schönen Baum. Der Südwandanstieg auf den Hirschberg. Hoppa! Der Kuffert steht einfach immer wieder schön da, gell? Der Abstieg über die Nordflanke ist schon schneebedeckt. Da oben haben wir nochmal das Gipfelkreuz. So. Im Norden ist der Boden auch schon gefroren. Jetzt auf einem kleinen Steigerl unterm Ölrhein durch. Das Steigerl ist sogar signalisiert mit ein paar vereinzelte gelbe Punkte. So, und jetzt kommt, was immer wieder so schön ist. Dieser Höhenrücken vom Ölrhein rüber zum Osterfeuerköpfe mit den schönen Ausblicken. Ein bisschen durch den Märchenwald. Eine Eichkatzel. Durch den Windbruch da heroben. Ein Fundstück auf dem Weg.
Ne, da drin der ganze Aufstieg zu sehen, beziehungsweise nicht zu sehen. Unterhalb vom Osterfeuerköpfe, weil da mal der Wind reinrassiert, mal so einen bequemen Bergwanderweg mit immer wieder schönen Blick auf die Zugspitze ausklingen.